Willkommen bei Underdog Games. Bei mir auf diesem Kanal geht es um Automations-, Survival- und Open-World-Spiele. Tipps und Tricks, Guides, Let's Plays und so weiter. Wenn dir das Video gefällt, lass mir bitte ein Like da und wenn du mehr von meinen Videos sehen möchtest, gerne auch ein Abo. Ja, und willkommen zum zweiten Tipps und Tricks-Videos für Stranded Alien Dawn. Das erste Video mit den, ich sag mal, 10 Tipps und Tricks, Basic Tipps und Tricks, ist so gut angekommen, dass ich mir dachte, hey, machst ein zweites Video und machst gerade die gleichen Tipps nochmal rein. Nein, natürlich nicht. Ich habe 10 weitere Tipps für euch und diese Tipps entstehen einfach bei der Let's Play-Folge, bei den Serien, bei den Staffeln. Wir sind jetzt aktuell beim Part Nummer 12 und das sind einfach Tipps, die aus der Community gegeben werden, die ich selbst rausfinde und so weiter, laberababa. So, fangen wir an mit dem ersten wirklichen Trick. Oder mit dem Tipp. Wir haben hier eine Kochstelle. Ziemlich dunkel alles. Wir haben hier eine Kochstelle und wir haben hier kein Essen mehr im Regal liegen. Warum? Wir haben einen extra Raum angebaut. Hier wird alles Essen reingelegt. Eine Art Speisekammer. Und wir haben ein Fenster drin. Bedeutet, draußen ist es momentan, wie wir hier oben sehen, 2 Grad. Und hier drinnen ist es 5 Grad. Das Essen gilt als gekühlt. Das heißt, wir können hier durchschnittlich 5 Grad, wir können hier im Winter eine Art riesigen Kühlschrank bauen und machen einfach das Fenster auf und haben unser ganzes Essen, ob Rohkost oder auch schon fertige Nahrung, gekühlt und somit wesentlich länger haltbar. Es ist nicht tiefgefroren, es ist nur gekühlt, aber das reicht auf jeden Fall aus, um ja, den ganzen Winter rumzukommen, sag ich mal. Der nächste Tipp ist das Spiegeln. Wenn ihr Produktionsstätten habt, in dem Fall jetzt hier die Fässer zum Beispiel, und ihr möchtet eigentlich mit allen Fässern das gleiche machen, nur eine parallele Arbeit durchführen. Also das heißt, ihr möchtet, dass ihr mehr Antibiotika oder schneller produziert oder mehr, ich sag mal, Getreide verarbeitet, dann geht ihr her und nehmt ein Fass, das für euch das Hauptfass ist, sage ich mal. Dem Hauptfass gebt ihr hier an, was passieren soll, also was ihr euch wünscht. Ihr möchtet ganz gern 15 Antibiotika haben, ihr möchtet ganz gerne das für immer, das Gemüse verarbeitet und so weiter. Das stellt ihr in dem Hauptfass ein. Und dann geht ihr zu einem anderen Fass, das noch blanko ist, das sieht dann in dem Fall so aus, hier oben im Spiegel ein Fragezeichen, und drückt drauf und sagt, ihr wollt das spiegeln. Momentan hat es noch keine Aufträge. Dann sagt ihr, spiegel mir von diesem Fass die Einstellung. Und jetzt haben wir hier die Antibiotika-Aufträge mit 15, beziehungsweise auch die Erklärung, dass wir einen reichen Lager haben und auch hier für immer. Wenn ich jetzt aber hier vorne, das ist nicht nur eine Kopie, ne? Man kann ja auch sagen, Einstellungen kopieren, zum Beispiel beim Lager, das ist nicht das Gleiche. Es wird hier immer abgefragt, was hat das Hauptfass für eine Aufgabe, für einen Auftrag, für eine Einstellung und das wird gespiegelt. Bedeutet, wenn ich jetzt hier sage, ich möchte weniger nehmen, zum Beispiel 5 Antibiotika und gehe jetzt wieder zu dem gespiegelten Fass, was wird da stehen? Ich hoffe mal 5. Tada, 5. Ja, also ihr spiegelt quasi, indem ihr auf das Fass geht, was noch nicht zugewiesen ist. Das ist schon zugewiesen, weil es auf das erste schon gespiegelt ist. Ich mache es mal aus. Jetzt ist es nackig. So sieht es aus, wenn ihr es hinbaut. Ihr geht auf Spiegeln und dann geht ihr auf das Fass, das ihr gerne spiegeln möchtet, beziehungsweise auf die Arbeitsstätte, die ihr gerne abkopieren möchtet, dass alle quasi dasselbe machen, wenn ihr ein Fass einstellt, programmiert, wie auch immer, einen Produktionsauftrag ja, auf die Reihe schickt, auf die Reihe bekommt. Das nächste ist, das hat sich aus der Erfahrung gezeigt, die Bewohner möchten eigentlich im Zeitplan, wenn es geht, nicht ganz so krass eingeschränkt werden. Es mag von Bewohner zu Bewohner unterschiedlich sein, aber ich habe jetzt gemerkt, dass ich ganz gut fahre, dass ich ihnen die Rubrik alles zuweise. Bedeutet, alle Aktivitäten sind erlaubt, Essen, Schlafen, Trinken, Spielen, Freizeit, Arbeiten und so weiter. Und ich habe nochmal eine Zwangsausruhpause gemacht, das ist mittags. Das habe ich bei allen gleichzeitig gemacht. Ich habe auch schon gesehen, dass Leute das so im Treppenform machen und dann sagen, gut, dann fallen mir nicht alle gleichzeitig aus, sondern ich habe so eine Treppe drin und dann sind die so ein bisschen gestaffelt unterwegs. Vorteil ist, wenn alle gleichzeitig ausruhen, dann dürfen die alle gleichzeitig nicht schlafen, aber auch nicht arbeiten. Ne? Für Essen und Entspannung bestimmte Stunden. Arbeiten und Schlafen sind verboten. Das ist gut, denn wenn alle zusammenkommen und sich quasi hier reinsetzen und was essen, weil es ja kalt ist draußen, dann reden die auch miteinander. Dann gibt es Bonis, dann machen die Witze, machen manchmal Geschichten, die ärgern sich auch mal, es gibt auch mal Probleme. Aber grundsätzlich ist es so, dass ihr dadurch einen positiven Effekt habt, dass alle zusammenkommen zu einer gewissen Uhrzeit. Ja, ein gemeinsames Essen, sage ich mal, eine gemeinsame Pause. Und da ruhen sie sich heraus und dann geht es wieder weiter. Oh, eine moderate Infektion. Sehr gut.
interessiert mich jetzt erstmal nicht. Wir machen hier weiter. Dann gibt es einen Tipp, der bedeutet Platz sparen. Und zwar Rücken an Rücken. Die Regale könnt ihr bauen, dass ihr sie an die Wand stellt. Ihr könnt auch sagen, ich baue mir jetzt ein Regal als Beispiel in der Länge. Und dann baue ich mir hier noch einen Gang hin und hier noch einen Gang und schon ist der Raum voll. Ihr könnt aber auch sagen, ich baue mir das Regal. Hier kann man es übrigens kopieren, das Regal nochmal. Und baue mir hier nochmal eins hin. Okay, in dem Fall ist jetzt hier der Zugang zu diesem Teil blockiert. Aber ihr könnt tatsächlich die Regale genau Rücken an Rücken stellen. Das sind dann, ich mach's mal richtig, komm. So, Lagerung, Lagerfläche, hölzernes. Ah, fuck, hätte ich beinahe gesagt. Darf ich ja nicht sagen. Böse Wörter. Brauchen wir einen Platz? Wir haben keinen Platz. Wir machen sie draußen. So, hier draußen. Also, Regal hinstellen. Und ein zweites Regal quasi mit dem Rücken da dran. Dann könnt ihr die aneinander stellen. Ihr könnt dann von beiden Seiten dran. Ihr verliert nicht den Platz in der Mitte und ihr habt trotzdem die gleiche Lagerfläche. Ne? Also Regale Rücken an Rücken ist nie verkehrt, wenn ihr den Platz dafür habt, natürlich nur. Ja, Temperatur ist ein wichtiges Thema, wenn ihr zu Hause seid. Ihr müsst die Fenster manuell öffnen und schließen. Die Charaktere machen das nicht selbst. Zumindest bei mir nicht, vielleicht sind die einfach unfähig, weiß ich nicht. Ihr müsst hergehen, müsst sagen, Fenster öffnen oder schließen. Im Winter macht es Sinn, die Fenster zu schließen. Und im Sommer macht es Sinn, je nachdem wie warm es ist, die Fenster zu öffnen. Also so ähnlich wie es auch hier funktioniert mit dem Kühlraum, habt ihr hier die Option, das natürlich zuzumachen. Denn jetzt ist es hier aktuell 28, 27 Grad drin. Das ist super. Hier ist es 29 Grad, 22 und 29 Grad. Also das macht Sinn, dass man hier definitiv die Fenster zumacht, wenn es Winter ist. Ansonsten gibt es noch ein Thema hier mit den Öfen. Ich habe in jedem Raum einen Ofen gebaut, weil ich einfach wollte, dass es überall warm ist. Plötzlich waren es 43 Grad in einem Raum, war viel zu warm. Daraufhin habe ich gesagt, okay, ich baue diese Belüftung ein. Die Belüftung findet ihr bei Licht und Wärme und dann Belüftung. Erzeugt im geöffneten Zustand einen Luftstrom, der den Wärmeaustausch stark fördert. Bedeutet, wenn die Dinger offen sind, man könnte sie auch schließen, lassen Sie die Wärme durch. Das heißt, ich habe hier keine 43 Grad mehr drin. Dafür ist in dem Außenzimmer, in dem Außenraum aber 30 Grad. Und hier ist gar kein Ofen drin und es sind trotzdem 24 Grad. Das heißt, die Wärme und Temperatur gleicht sich an durch diese Lüftungsschächte durch, auch wenn die keinen Motor haben, keine Elektrik haben. Fakt ist, das wird übertragen und man bräuchte jetzt eigentlich nicht in jedem Raum einen Ofen stehen. Wenn ihr alle einberufen möchtet, das bedeutet, es gibt Krach. Ihr müsst unbedingt schnell alle bekommen. Wählt ihr irgendeinen aus, geht zur Einberufung, haltet die Shift-Taste gedrückt und drückt den Linksklick. Jetzt habt ihr alle in die automatische Einberufung gezogen. Ihr drückt rechts irgendwo hin und alle, egal wo sie sind, kommen zum Problemfall, kämpfen, helfen, machen, tun. Ihr könnt sie alle bewegen, könnt alle kämpfen lassen, etc. Wenn ihr wieder einen anklickt, könnt ihr zum Beispiel auch da mit Shift und Linksklick klicken und alle werden entlassen und jeder kann wieder machen, was er wollte. Ja, also die Einberufung für alle, das ist gerade in so, oh, sie hat keine Hose an. Alles klar, sollte man noch Hosen nähen, glaube ich. Das ist schlecht, weil ohne Hose, wir haben auch keine, ist es irgendwie nicht so gut. Alles klar, vielleicht hat sie auch kein T-Shirt mehr, dann ist sie ganz nackt. Aber sie macht Schneeballschlachten, das ist in Ordnung. Gut, also das heißt definitiv Einberufung, gerade wenn es stressig wird, wenn dann 26 komische Käfer von oben runtergekrabbelt kommen. Einen anklicken, Shift gedrückt halten, einberufen, ihr habt alle an der Maus. Thema Forschung. Wenn ihr forscht und ihr seid jetzt hier bei 89% und ihr sagt, oh, ich hätte aber ganz gern jetzt, keine Ahnung, die Ziegelräume erforscht, weil die sind sicherer und stabiler und ich bräuchte die jetzt, weil unbedingt wichtig, dann brecht diesen Auftrag nicht ab. Wenn ihr die aus der Warteschlange entfernt, sind die 89% auf 0. Wenn ihr die Wärmepumpe wieder reinnehmt, fangt ihr bei 0 an. Das heißt, die 2 Tage maximale Forschungszeit, die ihr jetzt hier durchgehauen habt, zu 89%, ist komplett für den Arsch gewesen. Klar, wenn es unbedingt sein muss, macht das. Aber ich rate euch, wenn es eine lange Forschung ist, macht es so, dass ihr es durchzieht und dann das nächste hinten dran hängt. Wenn ihr eine andere Forschung hinten dran hängen habt, hier in der Reihe, dann könnt ihr einfach sagen, ich möchte das mit Rechtsklick rausnehmen. Das ist kein Problem, das tut auch keinem was. Na, könnt auch mittendrin was rausnehmen oder am Ende oder am Anfang. Das ist wurscht, da ist noch nichts investiert worden. Aber so wie es hier in der Reihe ist und schon Prozente hochgelaufen sind, meiner Meinung nach auf keinen Fall abbrechen. Ja, ein weiterer Tipp, der auch aus der Community kam. Wie gesagt, einige dieser Tipps
relativ viele sind hier von den Jungs und Mädels, die mir gern schreiben und mir helfen und mitspielen quasi, mitfiebern, erforscht Treibstoff. Ich dachte mir erst, boah, wofür brauche ich denn Treibstoff? Ich will jetzt keinen Treibstoff. Ich möchte ganz gerne erstmal was zu essen, was zu trinken, lalalala. So. Treibstoff eröffnet euch einen großen neuen Weg. Wenn ihr den Treibstoff erforscht habt, könnt ihr diesen Ballon bauen. Ihr werdet ja ein paar Mal darauf hingewiesen während des Spiels, für die Fernreisen. Damit kommt ihr natürlich sehr schnell oder schneller an entfernte Punkte. Und dort, Achtung, jetzt gibt es einen Spoiler. Haltet euch mal die Ohren zu den nächsten 3 Sekunden oder 10 Sekunden, und zwar ab jetzt, habt ihr die Möglichkeit, andere Überlebende zu finden. Ich war selbst noch nicht da, man sieht es, der Fortschritt, den wir haben, ist noch nicht so weit. Aber wir machen das, wir sind auf dem Weg. Und so wie wir dann dahin geflogen sind, kann ich es auch bestätigen. So wurde es mir erklärt. Macht Sinn, für mich macht es Sinn. Und deshalb würde ich sagen, auf jeden Fall das Treibstoffthema relativ früh erforschen, denn das ist natürlich ein super Bonus, wenn das dann so klappt, wie man sich das vorstellt. Okay, oh, er ist fertig. Tatarada, da ist er. So, der Heißluftballon. Und das Letzte, was ich euch heute mitteilen möchte, ist die Technik des Kill-Korridors. Baut euch eine Mauer. Am besten eine Mauer, die ganz zu ist, nicht so wie hier, sondern baut euch komplett ein. Macht euch ein paar Tore rein, wie das hier hinten, wie das, dass ihr selbst rein und raus könnt und müsst nicht diesen weiten Weg laufen. Und dann baut ihr euch, wie bei einem Tower-Defense-Spiel, einen Kill-Korridor. Ihr lasst das Tor hier vorne offen und lasst die Viecher hier reinlaufen. Dann müssen sie hier langlaufen, da rumlaufen, da, da und dann zum Schluss in die Basis und können kämpfen. Sie brauchen einen Weg. Haben die keinen Weg, werden die natürlich von Anfang an kämpfen. Können sie fliegen, werden sie auch drüber fliegen, ist auch logisch. Aber ist die Tür zu, werden sie sich natürlich an der schwächsten Stelle durchkämpfen. Versuchen es zumindest, machen Schaden. Deshalb macht es so, dass ihr auf jeden Fall was offen lasst, einen Weg, der möglich ist. Dann laufen die diese Strecke entlang und ihr könnt mit geschickt platzierten Geschütztürmen, wie hier in dieser Kurve zum Beispiel, oder auch hier am Anfang, was am Anfang gut hält hier und auch am Ende nochmal in der Kurve hier quasi mit zum Tragen kommt, eure Leute positionieren, auf die Türme draufstellen und dann können die von dort aus schießen. Mit Nahkämpfern ist es schlecht, weil es ist zu weit weg, aber ihr solltet eigentlich mittlerweile für jeden dann schon eine Schusswaffe haben. Jo, das waren meine 10 bzw. sogar 11 Tipps und Tricks für Stranded Alien Dawn. Wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr es euch weiterhilft oder ihr auf Ideen dadurch kommt, dann würde ich mich über einen Kommentar freuen, vielleicht sogar ein Abo. Ja, wir spielen, wie gesagt, ziemlich viel. Ich spiele ziemlich viel und ja, es wird echt viele Tipps und Informationen geteilt und rausgegeben. Von daher würde ich mich freuen, von euch zu lesen. Und ab morgen ist übrigens der 10.5., geht es hier auf dem Kanal parallel auch weiter oder fängt es an mit Occupy Mars. Ich hoffe, ich kann einige begeistern und ihr macht mit. Genauso wie wir im Factorio ja auch einen tollen Lauf hatten. Und da würde ich mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.